Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Shakes and Fidget. Ich habe für heute einiges vorbereitet. Erstmal habe ich hier ein Level Up bekommen. Ein frisches, schönes Level Up. Was ist an diesem Level Up so besonders? Eigentlich nicht recht viel, aber ich habe es halt schön getimed, denn heute können wir auch eine weitere Spülung machen. Auf Aura 62. Oh ja, das ist schon happen. Ich würde sagen, ich klatsche hier einfach mal irgendeinen Stein rein, den ich nicht mehr benötige. Und wir ziehen direkt mal am wie nennt man das? Ich weiß das gar nicht, wie man das nennt. Wie nennt man dieses Ding hier? Ich habe keine Ahnung. Egal, ich ziehe einfach dran am Pinöpel. Und bekomme ein Crab-Epic. Ja, okay. Gut, damit hätte ich dann ein weiteres Epic für die Toilette. Beziehungsweise auch für den Schmied. So. Gut, dann würde ich mal sagen, Schmied ist ein gutes Stichwort. Ich drehe ein paar Mal am Rad, vielleicht bekomme ich ein schönes Item für den Schmied. Gut, wir sind schon mindestens schon mal voll. Dann gebe ich mal das hier rein. Und die Crab-Items hier verkaufe ich mal. Die sind alle kacke. Die einzigen zwei, die gut sind, sind die hier oben. Die restlichen Items sind eigentlich alle richtiger Schrott. Schuhe kann ich allerdings hier reinkloppen und den Rest verkaufe ich jetzt mal. Dann habe ich wieder ein bisschen Platz zum Drehen. Und die sind auch beide Schrott. Okay. Gut, dann holen wir uns mal hier wieder eine Quest ab. Und was habe ich denn heute überhaupt vor? Genau, bevor ich um den heißen Brei rede. Was ich auch gemacht habe hier, ich habe meine Schmiede nochmal auf 19 mittlerweile geupdatet. Nice. Und habe meine Einheiten verbessert. Also wenn ich wundert, warum ich so wenig Ressourcen habe im Vergleich zum letzten Mal, im Anführungsstrichen wenig, das wird langsam teuer. Das könnte ich mir hier gerade so leisten, wie es aussieht. Das ist echt, wow. Die Einheiten auf 20 ist nicht gerade wenig, was es kostet. Aber ich brauche es nicht, weil meine Abwehr perfekt funktioniert. Ich werde regelmäßig überfallen. Ich habe kein Problem. Ich habe im letzten Update, nämlich im letzten Video schön erklärt, wie meine neue Festungsstrategie ist und sie ist super und geht toll auf und alles ist supi-dupi. So, okay, gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal in den Wirbelwindsturm. Wirbelwindsturm oder Wirbelwindsturm, könnte ich aussuchen. Denn die Gegner dürften hier alle absolute Lappen sein. Jawohl, haben wir wieder eingelegt. Unsichtbare Bedrohung, oh, das sieht gefährlich aus. Aber auch eher 41.000 Geschick. Also nicht mal ansatzweise eine Chance gegen mich. So, da haben wir wieder ein Item. Ah, 200, nice. Dann kann ich das und das kann ich auf jeden Fall auch mal verschmelzen. Ich weiß nicht, die Schuhe könnte ich theoretisch auch verschmelzen. Die geben auch fast 200 Kristall. Aber die sind heute auch gesucht Hexengessel, deswegen weiß ich nicht, ob ich das schon machen möchte. Ich würde sagen, wir legen weiterhin die Wirbelwindetagen. Schauen wir mal. Irgendwann wird nämlich definitiv ein Gegner kommen, der uns über sein wird. Und Schuhe. Und yes! Etage 504 gelegt mit über 90% Leben. Während ich an anderen Etagen unglaublich verzweifelt bin, hier so easy peasy. Das ist so krank. Es steht in keiner Relation zu irgendwas. Aber schön, dass ich hier Schuhe bekomme. Ja, sehr schön. Die sind auch nichts wert. Da muss ich nicht überlegen. So, und jetzt wird es schon knapp mit dem Geld. Ihr seht das. Ich werde hier mal ein bisschen skillen. Schön wieder 100 Punkte auf Stärke. Beziehungsweise 98, glaube ich, waren das jetzt. Oh, ich liebe das, wenn das so fließt und so. Oh, dieser Flow drin ist, kennt ihr das? Oh, geil. Und du merkst einfach, zack, jetzt bist du nochmal um einige stärker geworden. Jawohl, 98 Punkte waren es. Und ich würde sagen, wir gehen weiter. Nicht in den Märchenturm. So, hier gehen wir rein. Ah, der nächste starke Gegner. 63.000 Geschick. Ja. Das ist der nächste starke. Sollte jetzt allerdings nicht so das Problem werden, denn wir sind ja ein Stärkegegner und das ist nicht unser Hauptattribut. Deswegen sollte der in ein paar Versuchen eigentlich mit ein bisschen Glück liegen. Ja, er ist
Er ist erledigt. Ist nicht so schwer, wenn nicht Stärke sein Hauptattribut ist. Haben wir meistens nicht so die Probleme. So. Und jetzt ist Stärke das Hauptattribut. Der könnte ein Problem werden. Da komme ich immer nur bis zur Hälfte. 76.000. Könnte sein, dass es jetzt hier schon Schluss ist. 57.000. 44.000. Ich glaube, dass hier erstmal Schluss ist. Und, 22.000. Machen wir mal ein kleines Maschinengewehr. 18.000, okay. Ah, habe ich gelegt? Habe ich gelegt, habe nichts bekommen, habt ihr es gesehen? Hier ist jetzt wieder ein Geschickgegner, wieder nicht so das Problem. Aber ich bin froh, dass... Oh, dafür raufen, den müssen wir besiegen. Für die Zukunft der Kinder. Müssen wir den braunen Dreckshaufen besiegen. So, was haben wir hier? 32, das kann auch in den Müll. Und, ja, hier habe ich schön Aura. 62, 4 Aura-Stufen noch. 4 Aura-Stufen noch, Leute. Das ist echt geil. So, dann haben wir hier den Führerhaufen. Der hat wieder Stärke. Schauen wir mal, ob wir den niederbashen können. Ich glaube, es sind... Wie viele Gegner? Ich glaube, irgendeiner hat es in die Kommentare geschrieben. Es sind immer 4 starke Gegner, glaube ich. Und dann sind es wieder 16 schwache. Irgendwie so war das. Das heißt, wenn wir den jetzt umbashen könnten, dann wäre es, glaube ich, noch... Dann hätten wir wieder 16 Etagen zu legen, aber der scheint sich echt zu wehren. Okay, ich habe eine Idee. Wir schauen mal. Wir haben jetzt, wow, fast keine Erfahrungspunkte bekommen für die paar Etagen, aber gut. Was ich auch geschafft habe letztens, jetzt passt mal, schaut mal her. Jeffrey der Jungspund. Jungdespot steht da, nicht Jungspund. Was lese ich denn für einen Schwachsinn? Ja, wenn das nicht knapp war, dann weiß ich auch nicht. Ich habe Jeffrey gelegt. Ich habe Jeffrey gelegt. Und nun ist es in Osteros so, wenn Jeffrey einmal gelegt wurde, dann hat man die nächsten Etagen ziemlich sicher in der Tasche. Seht einfach mal her. Jeffrey ganz, ganz knapp besiegt mit Glückstreffen und allen möglichen. Und jetzt steht schon, dass der hat, was hat der für ein Attribut? 34.000 geschickt, das ist ja lächerlich. Ah, das, der kann ja gar nichts. Ja, genau, du bist tot. Das ist ja schön, wieder nutzlose Epics, das ist wunderbar. Die habe ich nämlich am liebsten. Schön ohne Sockel, so wie ich es mag. Okay, schauen wir mal. Da haben wir Brigitte. Ach, ich muss mir echt mal King of Thrones ansehen, damit ich... das alles viel lustiger finde. Oh ja, sehr schön. Den Helm habe ich genauso. Ich glaube sogar mit denselben Stats. Ja, fast mit denselben Stats. Hier bekomme ich mittlerweile auch ein paar Pünktchen. Ja, wow. Das lohnt sich nicht mal. Okay. Dann tun wir das mal ein bisschen anders anordnen. Damit ich hier oben ein bisschen Platz für die Epics habe. Ich kann sogar sein, dass ich aufhören muss wegen Platzmangel im Inventar. Ja, stärke Gegner, überhaupt keine Chance. Schneemann und Schattenwolf. Ja, ich würde gern was zu diesen Bildern sagen, aber ich habe King of Thrones, Game of Thrones. Habe ich King of Thrones gesagt? Vorher auch schon, oder? Ich habe das nie gesehen, ich habe überhaupt keinen Plan. Sehr schön, und wieder ein nutzloses Epic. Aber du kannst das jetzt sockeln. Ja, ich kann das sockeln, aber das kostet 27.000 Kristall, das ist es mir nicht wert. Apropos sockeln, dazu werde ich auch noch was sagen. Ich kann jetzt maximal noch 2 oder so umhauen. Die Frau in Rot, die mache ich jetzt tot. Das sind überhaupt keine Gegner. Alle First Try, während Jeffrey der Jungdespot mega schwer war. Schwupp. Oh, wir haben ein Item bekommen, das nützlich für uns ist. Ja, oh ja, nice. Oh, das ist das schlechteste Epic, das ich habe, oder? 670. Handschuhe und Schuhe sind noch schlecht. Ansonsten, das wäre schon verlockend, den zu sockeln, aber warten wir mal ab. Okay, auf jeden Fall habe ich eine Epic bekommen, das gut ist. Das ist schon mal sehr schön. Das erste, das uns hilft, und zwar richtig gut hilft.
Burschiger Brienne. Oh, da schauen wir mal an. Der hat schon wieder 57.000 Stärke. Dürfte aber keine Chance gegen uns haben. Selbst wenn er jetzt in einem Lucky Try gegen uns gewinnt. Ich spule das mal vor. Wird der auf jeden Fall liegen. Genau. Und ich habe ein Level Up. Gut, das klatschen wir mal da oben hin. Ich würde sagen, die zwei Früchtchen verfüttern wir. So, damit ich ein bisschen Platz habe. So, schauen wir mal hier nochmal rein. Okay, der hat wieder Stärke, den werde ich skippen. Ja, Glücksschuhe, ist das nicht schön? Die sollten eigentlich verboten werden. Und dann schauen wir jetzt nochmal rein. Oh, jetzt kommen schon Gesichtslose. Der ist jetzt fast schon so stark wie Jeffrey. Fast, sagte ich. Der ist nicht ganz so stark. Er hat weniger, ein bisschen weniger Intelligenz und ein bisschen weniger Leben. Alter, wie knapp! Oh, die Schuhe sehen aber cool aus. Mann, jetzt hätte ich geile Schuhe bekommen und geile Handschuhe und beide nicht gesockelt. Die wären, boah, wenn die beiden gesockelt wären, das wäre echt cool. Das wäre eine geile Verbesserung. Aber gut, so gibt es zumindest jede Menge Kristall. Und zwar jede Menge Kristall. Nice. Okay, okay, ich wollte nur kurz was gucken. Nicht, dass jetzt mein Ton weg ist. Okay, hätte eh nichts mehr geholfen. So, das ist der letzte, den wir besiegen können, denke ich mal, der Giftzwerg. Dafür müsste ich halt ein bisschen kritten, ne? Pisser, krit mal hier ein bisschen. Ja, wenn du mit dem Crit anfängst, gefällt mir das schon mal. Ich möchte, dass du mit einem Crit anfängst. So. So, wunderbar. Nochmal ein Crit. Okay, der ist möglich. Aber... wird eine klappe Sache, den noch umzuhauen. Giftzwerg, wieso? Das ist doch kein Zwerg. Wieso ist... weil der da drauf ist, ist das auch ein Giftzwerg, oder wie? Verstehe ich nicht. Aber dafür muss man mal eigentlich die Serie gesehen haben. Ah, der hätte jetzt nicht kritten dürfen. Der ist definitiv noch möglich. Den haue ich jetzt auch noch um. Knapp. Da waren schlechte Schläge da wahrscheinlich dabei. Bisschen Waffenspanne, bisschen Unglück in der Waffenspanne gehabt. Oh, ich dachte jetzt schon, mein Internet kackt ab. In letzter Zeit habe ich sehr viele Internetprobleme. Deswegen bin ich froh, dass das gerade flüssig läuft. Na komm schon. Der liegt jedes Mal so knapp. Den möchte ich noch tot sehen. Wunderbar. Wunderbar. So, dann nehmen wir mal die nächste Quest an. Wahrscheinlich wird es die rote. Ja, machen wir die rote, auch wenn die andere jetzt sehr viel Gold gegeben hat. Okay, wir haben ein Platzproblem. Ich tue das jetzt so machen. Und den tue ich jetzt auch mal da. Obwohl, nee, wir haben heute noch so viele Quests offen. So. ja, okay, alles klar. sieht schön aus, ne? Sieht schön aus. Schauen wir mal auf den Charakter. 100% Sammelalbum! Ja! Geil! 100% Sammelalbum. Nice! Ist das nicht geil? Ist das nicht mega geil? So, jetzt können wir hier nochmal, ja. Ja, 100%. Ich bin jetzt genau auf 100%. Sehr nice. Jetzt fehlen nur noch zwei Etagen. Das ist nochmal ein Endgegner übrigens. Oder? Nee, das ist ein Stärkegegner. Aber gegen den haben wir erstmal, wie es aussieht, keine Chance. Zu viel Stärke. Und hier haben wir übrigens auch Stärke. Und ich bin nicht auf Stärke ausgelegt. Ich bin auf sehr auf alle Attribute ausgelegt. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Stärkegegner habe und hier einen Stärkegegner habe, wäre es vielleicht sinnvoll, als nächstes auf Stärke zu gehen. Wahrscheinlich. So, den hier könnte ich theoretisch auch versuchen. Der ist durchaus mittlerweile im Bereich des Machbaren. Allerdings möchte ich jetzt keine Versuche reinstecken. Denn
Ich habe ein bisschen Geld gespart. Und die hier nicht geskillt. Und die könnten jetzt 15 Level absteigen. Und deswegen werde ich, wenn ich die so stark machen kann, hier nicht Tries reinstecken. Ich kann vielleicht noch ein paar Mal den Führerhaufen versuchen. Wobei es eigentlich Schwachsinn ist, weil ich eh keinen Platz im Inventar habe. Ich habe hier... Ich bin hier relativ voll. Also das heißt, ich bin froh, dass ich jetzt so viel Platz im Inventar hatte. Oh, die sind alle scheiße. Okay, dann nehme ich einfach den. Bin echt froh, dass ich so viel Platz im Inventar hatte. Das hat vieles hier leichter gemacht in den Videos. Sonst hätte ich nämlich das Video stoppen müssen. Aber gut, so viel Epics hatte ich echt schon lange nicht mehr im Inventar. Wir haben, wow, echt viele Epics. Sehr viele Epics dazu bekommen. Wobei ich muss sagen muss, die drei hatte ich schon. Das habe ich durch die Spülung bekommen und die anderen haben mich halt alle durch den Östoris bekommen. Sehr, 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 sehr schön. Ein bisschen Power-Up habe ich auch bekommen, ein paar Level. Gut, 106 Millionen Leben, nice. Ansonsten hätte mir das Ganze natürlich noch viel leichter fallen können, wenn ich vorher meine Waffen geupgradet hätte. Aber wisst ihr was, ich habe jetzt sogar noch Potenzial. So, jetzt habe ich genau 16.800. Das sind die zwei Skillpunkte, die vorher noch ausgegangen sind. Ich habe jetzt noch ein bisschen Potenzial. Ich werde demnächst noch ein bisschen stärker, weil ich Wasserpad... Nein, das Geburtstagsevent kommt irgendwann erst. Ich werde auf jeden Fall stärker, wenn ich noch ein paar stärkere Edelsteine dann habe. Wenn ich... was war das andere? Genau, wenn ich bei der Schmiede dann mal mache. Irgendwann werde ich so ein Schmiede-Update machen. Und da werde ich dann auch nochmal um einige stärker. Was ist denn hier los? Ja, ja, ich bin on the way. Genau, zum Schmiede-Update wollte ich auch noch etwas sagen. Ich werde zwar heute mein Equipment nicht verbessern, nope, das habe ich nicht vor, aber es gibt jetzt mittlerweile von Don Muerta, der hier auch in der Gilde geschrieben hat gerade, von dem hier, der ist so ein richtiger Freak, was irgendwie Codes oder keine Ahnung, was das angeht, also der kennt sich echt gut aus und hat selber ein Tool geschrieben anhand von gewissen Werten und Formeln und keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so gut aus, hat der sein Tool geschrieben und hat diesen Rechner hier gemacht. Okay, das ist jetzt blöd, weil es hier, nein, das dürfte noch ganz drauf sein, das dürfte nicht abgeschnitten sein. Genau, Schmiedekosten, Schmiede-Upgrade-Kosten und Erträge und so weiter. Das ist so ein Rechner, da kann man hier auswählen, Item mit einem Attribut, Item mit zwei Attributen, mit drei Attributen, also ein Triple Epic. Also hier steht Item, hier steht Epic, genau, drei Attributen und Epic mit fünf Attributen. Glücks-Epic nicht aus dem Klo, ich weiß zwar nicht, warum da nicht aus dem Klo steht, aber wird wahrscheinlich dann irgendwie anders sein. Aber wer tut Glücks-Epic upgraden? Echt mal, Don, was soll das? Das wird nie jemand machen, das ist doch Verschwendung. Vor allem, weil wir sowieso alle viel zu viel Glück haben durch die ganzen Updates, die rausgekommen sind. Sinnvoll wäre es, wenn ihr einen neuen Char stellt, nicht Glück zu skillen. Kein einziger Punkt in Glück reinskillen. Genau, macht den Anfang zwar schwerer, aber im Late Game seid ihr dann ein bisschen besser, weil ihr da ein bisschen Gold gespart habt. Auf jeden Fall könnt ihr dann hier auswählen, Epic mit drei Attributen. Jetzt nehme ich mal zum Beispiel meinen Helm. Den habe ich noch nicht geupgradet, der hat 721 auf alle Attribute. Okay, 721. Aha, jetzt steht da, der Attributswert steigt so und so, keine Ahnung, wie auch immer. Jetzt würde theoretisch das erste Update 4032 Metall kosten. 4032, hier steht's. Also dieses Tool soll, wie es aussieht, sehr, 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 sehr zuverlässig sein. Er sagte 99,5% ist er sich sicher, dass die Werte alle stimmen. Das einzige Erschreckende ist jetzt das hier. Ich brauche 100.000 Kristall, um ein einziges Item perfekt zum Upgraden. Ich habe jetzt 50.000. Sprich, ich habe nach all den Tagen... Ich habe ja nur hier ganz wenig Upgrades. Ich glaube, ich habe noch gar kein Kristall verschwendet für Upgrades. Nach all den Tagen habe ich immer mega gute Items reingesteckt. Und ich habe jetzt die Hälfte von einem Item. Sprich ein Zwanzigstel. Holy fuck. Das ist echt wenig. Und, naja, wir bekommen halt hier immer später immer bessere Attribute, weil, insgesamt 248. Das ist ziemlich viel. Holy shit, das ist echt...
das ist echt ein fettes Update. Wenn wir schon mal auf die 1000 gehen, oder 100 eigentlich, 100 kann ich auch gehen, 34%. Das Item wird letztendlich um 34% verbessert. Weil 100, 34, 34%. Das ist natürlich eine fette Sache. Das Upgrade verbessert unsere Attribute einfach mal so um 34%. Holy shit, also die angelegten, also nicht unsere gesamten Attribute, aber die, nein, das Equipment wird um 34% verbessert. So, diesen Link werde ich euch natürlich unten in die Beschreibung reinpacken, damit ihr auch ein bisschen was davon habt und auch ein bisschen rumspielen könnt für euren Levelbereich. Und ja, ich würde sagen, das war's gewesen. Endlich mal wieder ein Video mit richtig viel Inhalt, richtig viel Epics, richtig viel Progress haben wir hier gemacht, wie man sagen würde im World of Warcraft. Wirbelwindsturm, der wird auch nicht so lange brauchen, bis der liegt. Und dann können wir auch da wieder 20 Etagen machen oder 16 Etagen machen. Und ja, meine Freunde, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Shakes and Fidget. Bis dann und ciao, ciao, euer Blackie.